Hi, willkommen zurück in unsere Mr. Fizzles Talkshow zum Trojanischen Krieg. Ja, jetzt geht's langsam in die Vollen. Ich meine, wir haben ja 90% des Krieges schon hinter uns. Jetzt kann es ja nur noch eine Zehntelfolge dauern. Also wir sind in 5 Minuten hiermit durch. Ja, vielleicht auch nicht. Womit sind wir eigentlich durch? Durch wollen wir sein mit der nächsten Folge unseres HCU, dem Hellenistic Connected Universe. Ihr alle erwartet sicher schon den nächsten spannenden Titel. Und er lautet Part 6. Um Troja. In Troja, um Troja, um Troja herum. Sagt das 20 Mal schnell. Dem tatsächlichen fetten Einstieg in den Crossover-Boss-Battle aller Crossover-Boss-Battles der Antike. Ja, gut, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, vor den Toren Trojas. Ja, da ist der arme Polydoros gesteinigt worden. Tja. Der das große Pech hatte, ein Sohn des Priamus zu sein, aber weil er bloß der Sohn einer Konkubine war, war er nicht im Palast, sondern woanders untergebracht, wo ihn Ajax und Achill auf ihren Raubzügen ziemlich schnell aufgegriffen haben. Jo. Und wir hatten vorgestellt, welche Götter denn jetzt eigentlich auf welchen Seiten standen. Wir hatten bei den Griechen Hera, Athene, Hermes, Poseidon, Hephaistos und die Göttin der Gerechtigkeit, die war ein bisschen angepisst wegen Odysseus. Moment, da sind sie. Ah, nee, das war ja das war Troja. Troja, Entschuldigung. Eben, das sind die Trojaner. Ja. Genau, da haben wir Zeus, Ares, Aphrodite, Apollo und die Göttin der Gerechtigkeit. Nemesis. Während auf Seite der Griechen steht Hera, Athene, Hermes, Poseidon und Hephaistos. Irgendwie sind die wieder geschrumpft, gewachsen, sollten schrumpfen. So. Genau. Ja, wie geht das jetzt weiter? Wir haben das letzte Mal gehört, dass von Achill und Ajax ja auch einige Frauen geraubt worden sind. Und von denen haben eben Achill und Ajax jeweils eine behalten. Beziehungsweise Achill hatte zwei, weil die Briseis, genau. Hatte noch eine Hofdame gewissermaßen, die ihre Herrin nicht alleine lassen wollte. Also hatte er zwei zum Preis von einer gekriegt. Ja. Und Agamemnon hat als Anführer der Griechen die Chryseis gekriegt. Da er zwar selber nicht gekämpft hat, aber als Anführer der Griechen steht ihm immer ein Teil zu. Ist ja heute nicht sehr viel anders, dass der oberste Boss immer noch was abkriegt. Ja. Und mit dieser Chryseis hat sich da jetzt ein ganzer Rattenschwanz an Folgen entwickelt. Weil die Chryseis war nämlich die Tochter des Priesters Chryses. Also Chryseis heißt auch nichts anderes als Tochter des Chryses. Sie hatte einen eigenen Namen. Der wird aber meistens nicht hier genommen. Also ihr findet sie eher unter Chryseis, deswegen benutzen wir jetzt auch den Namen. Genau, und ihr Vater, Chryses, war ein Priester des Apollon. Ah, halt, den hatte ich das letzte Mal. Den hattest du. Klein und dick. Ja, klein und dick. Richtig. Mit einem Stab. Doch, den Stab hatte ich nicht, aber ja, doch, ich erinnere mich. Und er hatte ein Walle-Walle-Gewand an. Ja, genau. Nee. Und dieser Priester gehört zwar eigentlich zu den Trojanern, möchte aber seine Tochter gerne freikaufen. Das konnte man machen. Man konnte Gefangene gegen ein Lösegeld
Kranzgeld, Wehrgeld, wie auch immer das in den Sagen dann speziell genannt wird, freikaufen. Und so ist der Priester eben geschmückt und mit seinem Priesterstab und mit Geschenken ins Lager der Griechen gezogen, um Agamemnon zu bitten, doch seine Tochter herauszugeben. Und Priester haben einen ähnlichen Status wie Boten. Denen darf man auch nichts tun, weil man sonst den Gott, dem sie dienen, gegen sich aufbringt. Und das Heer fand das eigentlich ganz toll. Also, was heißt ganz toll? Also die griechischen Soldaten waren gerührt, dass der Vater extra kommt, um seine Tochter zu befreien. Und haben gesagt, hey, er bringt Geschenke mit zum Austausch. Da ist es nur recht und billig, wenn wir ihm seine Tochter zurückgeben. Das hat Agamemnon aber ganz anders gesehen. Der war überhaupt nicht begeistert von dieser Idee und hat mal wieder einen ziemlichen Frevel gegangen, indem er ihn zum Teufel gejagt hat. Er hat gesagt, Priester, verschwinde von hier, sonst bringe ich dich persönlich um. Was dann der arme Krüses ist dann auch panisch geflüchtet, weil damit hat er nicht gerechnet, wie bereits erwähnt. Priester wurden mit Achtung behandelt, gerade wenn sie Göttern gedient haben, denen man selber auch verpflichtet war. Tja, aber Agamemnon. Ja, es gibt tatsächlich... Mein Gott, Agamemnon. Also im Originaltext, oder was heißt im Original, den Text, den wir als Vorlage benutzen, wird tatsächlich auch eine ganze Seite darauf verwendet, zu erklären, weshalb denn die Trojaner überhaupt den Gott Apoll verehren. Das habe ich jetzt mal weggelassen. Scheint auch ein bisschen irgendwie widersprüchlich, nachdem sie ihn abgezockt haben. Um die Stadt überhaupt zu bauen. Ja, aber anscheinend hat er auch nicht so ein Problem damit gehabt. Ja. Also Poseidon ist ja der wütend drauf war. Ja, ich denke, das ist aber auch so, die clevereren Leute haben nie ein Problem damit, wenn sie ausgetrickst werden. Und freut das mir. Was jetzt nicht notwendigerweise für Poseidon spricht. Gut, Poseidon war aber auch der die Mauer gebaut hat, während Apollo die Rinder gehütet hat. Ja. War eine etwas unfaire Aufgabenverteilung, wie ich finde. Das hängt davon ab, was die Trojaner für Bedrohungen für ihre Rinder hatten. Ich meine, wenn mal wieder irgendwelche Helden vorbeikommen, die man aufgetragen hat, entführe mir die Rinder von dem König so und so, das scheint ja eine beliebte Aufgabe gewesen zu sein. Du, wir hatten einen tollen Stier, den will ich haben. Ja, jedenfalls ist der arme Priester eben dann geflüchtet und hat sich in seiner Not an den Gott Apoll gewendet. Und hat ihm gesagt, die Griechen haben mich schlecht behandelt, also haben an mir Frevel begangen. Bitte strafe sie mit deinen Geschossen. Wir erinnern uns, Apoll, ein ähnlich guter Bogenschütze wie seine Schwester Artemis. Seine Pfeile verfehlen nie das Ziel. Er ist der Gott der Weissagung, des Gesangs, der Dichtkunst und der Heilung. Und damit im Umkehrschluss auch, der Krankheit. Ja. Weil, wenn er die Heilung verbietet, kommt es zur Krankheit. Und dementsprechend hat Apoll sich hier nicht lumpen lassen und hat den Griechen seine schwerste Krankheit geschickt, nämlich die Pest. Er hat mehrere Pfeile ins Lager der Griechen abgeschossen, die sogenannten Pestpfeile. Und 9 Tage lang sind dann erstmal nur die Tiere gestorben und dann später auch die Menschen. Ja, Und ja, wir erinnern uns, Achill pro Troja. Und das hat dann natürlich Team Griechenland überhaupt Achill? Nicht... Apollo, entschuldigen. Apollo, was ist denn heute los? Apollo pro Troja
Und es hat natürlich den Team Griechenland überhaupt nicht gefallen, was hier passiert, weswegen Hera Achill beauftragt hat, dass er eine Versammlung des griechischen Heeres einberufen soll, um um zu klären, was denn jetzt eigentlich getan werden soll. Und wie man das früher gemacht hat, hat man einen Seher befragt, um zu klären, wieso werden wir jetzt hier mit der Pest gestraft. Ihr merkt schon, jetzt fangen die Götter an, sich da einzumischen. Ja. Ja, Zoff im Hause Olymp. Ja. Es muss echt seltsam sein, da irgendwie gemeinsam dann an einer Tafel zu sitzen und auf dem Berg Olymp zu wohnen. Jo. Und der Seher, der befragt wird, der muss nicht lange überlegen. Der sagt, kann den Griechen ziemlich schnell sagen, ihr habt den Gott Apollo erzürnt, weil ihr seinen Priester so schmählich davon gejagt habt. Und deswegen sagt Apollo, ihr müsst die Tochter des Krüses herausgeben, ohne dass ihr eine Gegenleistung dafür bekommt. Und Apollo will ein Sühneopfer, also eine Entschuldigung dafür, was sie da getan haben. Was schon bitter ist, weil jetzt kriegt Agamemnon nicht mal Geld und Schätze im Gegenzug dafür, dass er Chryseis herausgibt. Agamemnon ist davon wenig begeistert. Er sagt auch dann ausdrücklich, ihr Seher habt mir bisher eh bloß Pech gebracht. Ich will euch nicht mehr sehen. Was man ihm jetzt nicht so verdenken kann, weil wir erinnern uns, er hat seine Tochter Iphigenie opfern sollen, auf Anraten eines Sehers. Zwar selbst verschuldet, weil ich meine, er war derjenige, der gemeint hat, Artemis beleidigen zu müssen. Aber ja, er ist jetzt sauer auf den Boten gewissermaßen. Weil was anderes sind die Seher ja nicht, die sind ja nur die Boten der Götter. Was sagt er noch so? Er sagt, er will die Chryseis nicht herausgeben, weil sie ist ihm nämlich viel lieber als seine Frau, die zu Hause sitzt. Weil A ist sie nicht so alt. Und B ist sie viel netter zu ihm als seine Frau. Was jetzt auch nicht so erstaunlich ist, weil wir erinnern uns, er hat seine Frau, die bereits verheiratet war, geraubt und ihren Mann und ihr Kind erschlagen, bevor er sie dann geheiratet hat. Aber ja, also das ist seine Begründung, weshalb er sie nicht hergeben möchte. Chryseis sieht das nicht ganz so. Ja, Chryseis hat ihn nicht so gern. Also Agamemnon muss ein ziemliches Arsch gewesen sein, muss man so sagen. Jo. Spartaner halt. Ja, Spartaner. Und auch ganz andere Sitten als jetzt die Trojaner. Ja. Und er lässt sie dann aber doch mit sich reden und sagt, wenn er ein neues Ehrengeschenk bekommt, dann gibt er Chryseis freiwillig weiter. Oder frei. Das heißt, Achill oder Ajax müssen eine Frau abgeben, die sie ja erobert haben. Ja. Und Achill ist ziemlich sauer darüber, weil er, wie ich finde, sich zu Recht beschwert, ey, wir haben hier die ganze Arbeit gemacht, wir sind in die Welt hinausgezogen, während hier der Krieg nicht weiter voranging, um eben Schätze anzuhäufen und Frauen zu rauben. Und du bist die ganze Zeit in deinem Zelt gesessen. Ja, das passt Agamemnon wiederum nicht so gut auf. Und er beleidigt Achill auf Übelste. Er meint wortwörtlich, dass er spricht hier von ich hab genug Helden, ich brauch dich nicht. Und nur
weil du dich jetzt so aufgeführt hast, hole ich mir die Brises, denn du stehst unter mir und das soll nie wieder vergessen werden, dass du ein einfacher Fürst bist, während ich quasi der Anführer der Griechen bin. So, und ich glaube, wir hatten das schon erwähnt, dass das bei Achill und Briseis anders aussah. Achill war ja nun bei den Damen sehr begehrt, und aber Briseis keine Ausnahme. Ja. Die beiden haben sich recht geliebt. Ja, er hätte sie auch geheiratet, wenn er nicht schon verheiratet gewesen wäre und sie keine Barbarin gewesen wäre. Also alles, was nicht griechisch ist, galt ja bei den Griechen als Barbar. Ja, ich denke, da hätte Achill auch irgendwie einen Workaround gefunden, aber halt nicht unbedingt, wenn man vor Troja campen ist. So, ich meine, der Campingflirt ist ja alles ganz nett oder so, aber heiraten tut man nicht im Zelt. Nein. Ja, und damit stand halt die Frau, die Ajax sich abgegriffen hatte, gar nicht zur Debatte. Ich denke, das liegt aber auch einfach an Ajax. Ich habe das Gefühl, dass, also, dass der liebe Agamemnon den Achill nie so ganz für voll genommen hat, weil Achills hauptsächliche Kraft war natürlich seine Unverwundbarkeit. Ja. Und bei Ajax war es halt so, der konnte dir auch sehr, sehr wehtun. Und bei Achill war es letztendlich, denke ich, auch eine Geduldsfrage. Ja? Also wenn jemand gegen Achill 2 Stunden lang kämpft und Achill geht einfach nicht auf die Knie, kann Achill da auch Energie sparen und dann einen tödlichen Hieb landen? Theoretisch. Ich bin sicher, er war ein herausragender Kämpfer. Aber wir wollen nicht vergessen, er hat gegen den Menelaos verloren, falls er denn gegen ihn gekämpft hat im Wettstreit um Helena, falls da nicht jemand anders für ihn angetreten aber ist. Wie das gesagt, ist hier so da muss Sache. Er noch ein Kind gewesen sein. Ja, aber eigentlich eben auch irgendwie nicht. Ne? Verdammte Crossover und Redcon-Continuity-Kacke. Ja. Ach. Das ist ein typischer Fall von, ja, ein Drehbuchautor schreibt was. Und die anderen mischen sich und ein. Und ein anderer so, ja, aber das brauche ich nicht. Ich brauche jetzt einen Rückblick, der genau erklärt, wieso. Und ich schreibe das jetzt einfach so. Du, das ist ein Riesenproblem. Ja, nee, nicht wirklich. Ja, ja wir haben dann kurz ein ziemliches Drama, weil Achill ist nicht gewohnt, dass man so mit ihm redet. Und er möchte Agamemnon kurzerhand erschlagen. Aber da greift Athene ein, oder besser, sie greift ihm ins Haar, wird beschrieben. Sie hält ihn fest und sagt ihm, wenn er das jetzt, also wenn er Agamemnon jetzt nicht erschlägt, dann wird er dreifach belohnt werden dafür. Und ja, mit einer Göttin will Achill sich dann doch nicht anlegen und sagt, okay. Aber wenn Agamemnon meint, er hat genug Helden, dann okay, dann muss ich ja jetzt nicht mehr mitkämpfen. Und wenn ihr mir meine Frau wirklich wegnimmt, dann werde ich nicht mehr kämpfen. Da seht ihr, was ihr davon habt. Ja, und deswegen gibt er dann seine Briseis heraus und geht er... und geht dann erstmal an den Strand, um dort seiner Mutter sein Leid zu klagen. Wir erinnern uns, seine Mutter war Thetis, eine Meeresnymphe. Und ja, also im Endeffekt ist er zu Mami gerannt. Agamemnon hat mir mein Spielzeug weggenommen, jetzt renne ich zu Mami und beschwere mich. Und in der Zwischenzeit hat dann Odysseus die Chryseis, hier habe ich auch ihren Namen aufgeschrieben, Astynome wird sie genannt, Chryseis wird dann zum Vater zurückgebracht und der opfert daraufhin gleich auch das, also erledigt dann auch gleich das Sühneopfer für Apollo. Das hat Odysseus nämlich auch mitgebracht und Apollo ruft die Pest, also er ruft sie nicht zurück, ist ja kein Hund, sondern er beendet die Pest. Und damit haben wir die Seuche im Lager der Griechen erledigt.
Vielleicht hat irgendwer hier Apollo angepisst. Nur so ein Gedanke. Ja, die gute Thetis ist überhaupt nicht begeistert, dass ihrem Sohn hier so Unrecht getan wird. Woraufhin sie zum Olymp aufsteigt, um mit Zeus zu sprechen. Sie muss ein paar Tage warten, weil Zeus ist irgendwo zum Festmahl, wird ihr von Dionysos gesagt. Also der Göttervater ist gerade nicht da, aber sie kann hier warten und ja, das macht sie auch. Und dann macht sie etwas, was man den Flehgestus in der Vasenmalerei nennt. Es ist nämlich so, während Zeus auf seinem Thron sitzt, wirft sie sich ihm zu Füßen, umschlingt seine Knie mit der linken Hand und mit der rechten Hand greift sie ihn hoch zum Kinn. So könnt ihr euch das vorstellen. Moment. Ja. Wir machen das einfach mal vor. Und ich habe halt in Kursen in der Uni über die Vasenmalerei gelernt, dass es typische Gesten gibt, die sowohl in Bildern als eben auch dann wohl auch im wirklichen Leben angewendet worden sind. Und das ist eben der sogenannte Flehgestus, wenn ihr... Man muss lange Arme haben. Ja. Wenn ihr das seht auf einer Vase, dann wisst ihr, da bittet gerade irgendwer irgendjemanden um etwas. Sieht ein bisschen aus, als würde sie ihm das Bärtchen krauen. Es ist sein Kind. Es hat einen Bart dran. Ja. Und sie hat das eine ganze Weile gemacht, ihm zu sagen, hey, mein Sohn ist beleidigt worden, mach was, bitte, großer Göttervater. Und Zeus hat sich laut Text mehrere Tage von ihr so anflehen lassen, bevor er dann gesagt hat, okay, ich mach was. Wieso hat er so lange nicht zugestimmt? Ja, ihm war schon klar, dass das Stress mit seiner Frau Hera geben wird. Weil die ja auf Seiten der Griechen ist. Und er meint dann, okay, das wird zwar Stress geben mit Hera, aber weißt du es bist. Ich meine, sie war ja seine Schwester. Ja. Und irgendwie auch mal seine Wahl geliebt. Also er hätte sie gerne als Geliebte gehabt, aber das ging ja nicht wegen der Weissagung, dass das Kind von Thetis den Vater übertreffen wird. Ja. Und ja, also er stimmt zu, okay. Ich habe ganz vergessen zu sagen. Also sie hat ihm tatsächlich auch ganz direkt gesagt, lass die Trojaner so lange siegen, bis sie meinem Sohn wieder Ehre erweisen. Also sie hat bis dann, die Griechen, die Trojaner. Nein, die Trojaner siegen so lange, weil Achill war ja bei den Griechen. Du hast gerade eben gesagt, er soll die Trojaner siegen lassen, bis sie dem Achill Ehre erweisen. Das macht doch keinen Sinn. Wow. Okay, also. So lange die Trojaner siegen lassen, bis die Griechen dem Achill wieder dankbar sind, ja, dass er so toll ist. Ja. So schön ist, lang und stark. Dem hat, wie gesagt, Zeus zugestimmt. Hera hat davon ziemlich schnell Wind gekriegt und hat ihm eigentlich dann sagen wollen, das machst du nicht. Das war aber einer der wenigen Momente, wo Zeus mal quasi Eier in der Hose hatte und gesagt hat, Weib, du sagst mir gar nichts. Und das war Hera wohl überhaupt nicht gewöhnt, weil sie hat sich dann ziemlich schnell verkrochen. Schneller ging's nicht. Ja. Wie geht das jetzt weiter? Ja, das geht weiter mit einer ziemlich verworrenen Geschichte, die immer wieder zeigt, dass Agamemnon anscheinend ein Typ war, der auf komplizierte Pläne gestanden hat. Plopp, keine Hera. Weil
Zeus hat sich daraufhin an Morpheus gewandt. Das ist der Gott des Schlafes, richtig? Richtig. Du solltest das von allen Leuten am besten wissen. Ja, es ist so, es gibt noch drei andere Gottheiten, die dann für die Träume stehen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber Morpheus hat auch die Fähigkeiten seiner drei Söhne, nämlich die Fähigkeiten, sich zu verwandeln. Genau. Und, oh mein Gott, ein Sandmensch, ein Sandschmetterling. Ja, ja, Hypnos. Jedenfalls, genau. Dieses Kerlchen hat Zeus zu Agamemnon geschickt mit einer Botschaft. Und zwar hat sich Morpheus in den alten Nestor verwandelt. Nestor war einer der ältesten und geschätzten Fürsten unter den Griechen, der sehr weise gewesen sein soll und sehr... Er war auch in dem ersten Crossover drin, das wir noch nicht gemacht haben. Er war einer der Argonauten und da war er schon alt. Und muss man bedenken, Herakles war bei den Argonauten dabei. Mhm. Und das war schon eine halbe Generation her und da war er schon alt. Also Nestor, ja, muss irgendwie ein sehr erfahrener alter Knacker. Er hat auch gern getrunken und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass er irgendwie was vom von Ambrosia abgekriegt, vom Götternektar abgekriegt hat, wenn er so alt ist. Aber dazu haben wir jetzt nichts gefunden. Nö. Aber er war anscheinend auch bei den Göttern. Ja, ganz, er galt ganz als einer der weisesten Menschen. Und als Nestor verkleidet, hat dann Morpheus zu Agamemnon gesprochen und ihm gesagt, hey, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Troja zu erobern, die Götter haben sich von Troja abgewendet. Ihr müsst jetzt in den Krieg ziehen und diese Stadt erobern. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Steh auf, geh raus zu deinen Kriegern und schick sie gegen Troja. Er sieht ein bisschen verwirrt aus. Ist er alt? Und Agamemnon hat das sehr ernst genommen, weil ihm nämlich Nestor auch der wichtigste, also sein wichtigster Ratgeber war. So, anstatt ihn jetzt zu fragen des Morgens, wenn man aufwacht. Was hältst du davon? Ich habe geträumt, dass, ja, Nestor, ist das auch deine wirkliche Meinung? Hat er erstmal eine Fürstenversammlung eingerufen und denen von seinem Traum erzählt. Und irgendwie muss er Nestor dabei nicht ein. Doch, Nestor war da. Okay. Nestor hat nämlich gesagt, hey, dieser Traum beweist uns doch, dass Agamemnon der von Zeus auserkorene Anführer der Griechen ist. Und wir sollten genau das machen, was Agamemnon vorschlägt. Agamemnon ist unser Anführer und wir haben ihm zu gehorchen. Ja, was hat Agamemnon jetzt vorgeschlagen? Ein ganz seltsamer Plan. Ja, ich denke, ihm ist aufgefallen, dass nach 9 Jahren seine Truppen so ein bisschen keine Lust mehr hatten. Und die Fürsten haben das zwar eingesehen, so, ja, hey, Agamemnon ist von den Göttern mit einer Nachricht versehen worden, kann er ja nicht wissen, dass die Nachricht dafür sorgen soll, dass die Trojaner gewinnen. Oder zumindest nicht verlieren erstmal. Aber die Truppen hatten erstmal nicht so mehr den absoluten Sinn vor darin, allem in diesem Krieg gesehen. Vor allem mit Achilles raus. Ja? Ich bin Leute, wenn Achilles sagt, er macht nicht mehr mit, der weiß garantiert, dass es ihn nicht ist. Außerdem haben wir dann ein Problem mit Hector. Ja. Ja. Ich muss kurz nachlesen. Es war jetzt so, dass Agamemnon den Plan hatte, den Soldaten jetzt mitzuteilen, dass Zeus ihnen den befiehlt, abzuziehen, Troja in Ruhe zu lassen und nach Griechenland zurückzukehren.
Und er hat da dann auch ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt. Er hat gesagt, von Zeus war uns doch versprochen worden, dass wir Troja erobern, was nicht der Fall war, aber okay. Und wir Griechen sind doch so viel stärker und den Trojanern zahlenmäßig überlegen, aber die Trojaner haben halt die besseren Verbündeten und sitzen da in ihrer Burg. Aber jetzt sind wir schon 9 Jahre hier und die Schiffe rotten vor sich hin und unsere Frauen und Kinder warten auf uns. Es ist doch besser, wenn wir das tun, was Zeus sagt und nach Hause zurückgehen. Es sollte inverse Psychologie sein, nehme ich an. oder er war einfach so ein bisschen schlaftrunken noch. So. Also er hatte vorher den Fürsten tatsächlich auch gesagt, so, und wenn jetzt die Leute zurückgehen zu den Schiffen, müsst ihr sie überreden, doch da zu bleiben. Ja. So ein genialer Plan. Wisst ihr, ich hatte auch mal eine miese Nacht und hatte auch so geniale Pläne. Was du hast, da. Genau, ja. Es ist nicht immer das Klügste, auf so Morgenträume zu hören. Was soll ich sagen? Die Soldaten waren ziemlich begeistert. Weil die saßen ja jetzt schon, wie er selber gesagt hat, 9 Jahre vor Troja, 9 Jahre Schreckenscamping. Mit einer Pest, die gerade erst vorbei war. Und die Soldaten haben sich ziemlich schnell dran gemacht, die Schiffe wieder seetauglich zu machen und die Abfahrt vorzubereiten. Was dem Götterteam Griechenland überhaupt nicht gefallen hat. Also den Göttern aus Team Griechenland, so rum. Und Hera hat sich deswegen an Athene gewendet und sie geschickt, damit sie sich einen von den Griechen schnappt, der wiederum die anderen Griechen zum Bleiben bewegen kann. Und sie hat sich da keinen geringeren als Odysseus gekrallt, der irgendwie auch so gar nicht begeistert war, dass sie jetzt wieder abfahren sollten. Der ist da ziemlich missmutig neben dem Schiff rumgestanden. Und er war ja sowieso Athenes Liebling. Ja. Unter den anwesenden Helden. Ja. Und also Odysseus war anscheinend so ein bisschen unschlüssig, ob sie jetzt fahren sollen oder nicht. Und was hat Athene jetzt mit ihm besprochen? Naja, im Endeffekt zusammenfassen kann man das mit, hey, ihr Griechen wollt jetzt wirklich hier den Schwanz einziehen und Troja und Helena zurücklassen. Ich sage nein. Also Athene sagt nein. Geh hin und überrede sie, dass ihr hier bleibt. Und Odysseus hat das anscheinend überzeugt. Es ist ja immer so eine Sache, wenn man an die Ehre von Leuten rangeht, dann lassen sie sich zu ziemlich viel überzeugen. Und daraufhin ist er gleich losgerannt und hat jeden Fürsten, dem er begegnet ist, und jeden etwas ranghöheren Soldaten gesagt, hey, wir können hier nicht wie Feiglinge verschwinden. Das ist sicherlich nur ein Test von Zeus. Ich meine, er hat uns versprochen, dass wir Troja erobern. Ich kann mich nicht erinnern, dass Zeus ihnen irgendwas versprochen hat. Also, wie gesagt, er beharrt darauf, das Ganze ist bloß ein Test von Zeus und die anderen Fürsten sollen ihre Soldaten beruhigen. Und wo er sich wieder nicht so mit Ruhm bekleckert hat, finde ich, dass wann immer er einem einfachen Soldaten begegnet ist, hat er ihm erstmal einen Schlag mit seinem Fürstenstab versetzt. Die Fürsten hatten so Stäbe, an denen sie erkannt werden konnten. Und hat ihm gesagt, dass er sich jetzt beruhigen soll. Und erstmal abwarten, weil die einfachen Soldaten haben hier eh nichts zu sagen. Und nur der vom Zeus erkorene Anführer darf entscheiden, wie es weitergeht. Also auf einmal fand er Agamemnon ganz toll.
Aber das lag bestimmt wieder daran, dass er unter freiem Himmel stand. Ja, erstens das. Und zweitens ist Athene. Halt auch so, schau mal, es ist die perfekte Gelegenheit, den Leuten zu sagen, wenn hier irgendwas schief läuft, ja, ist es Agamemnon schuld. Und er schafft es tatsächlich, alle zu beruhigen, weshalb es wieder... Leichte Schläge auf den Hinterkopf und so. Ja, er schafft es jedenfalls, alle zu beruhigen und es gibt wieder eine Versammlung auf der Agora, dem Versammlungsplatz. Mhm. Und alle sind ruhig, bis auf einen Typen, der hier auch näher beschrieben wird. Der heißt Thersites und wird als der hässlichste Mann im griechischen Heer beschrieben. Der hat geschielt, war auf einem Bein lahm, hatte einen Buckel, seine Schultern haben sich zur Brust geneigt, das habe ich nicht so ganz verstanden. Naja, er konnte ja nicht aufrecht stehen. Ah, ja, wegen dem Buckel. Ist, wenn er einen Buckel hat, ne? Und er hatte einen, er hatte einen spitzen Kopf, das hätte ich dir vielleicht vorher sagen sollen. Er hatte einen spitzen Kopf, der fast haarlos war. Ha, das habe ich hingekriegt. Also er hatte, es wird beschrieben, er hatte ganz dünne Wolle auf dem Kopf, die fast licht war. Und was ihm an Schönheit gefehlt hat, hat er offensichtlich durch sein Lästermaulen wieder wettgemacht, weil er die ganze Zeit auf Odysseus und die anderen Fürsten geschimpft hat, aber nie gegen Agamemnon bis halt zu diesem Tag. Da hat es ihm gereicht und er hat Agamemnon beschimpft. Und mit Dingen, die wir schon von Achill gehört haben. Nämlich, Agamemnon sitzt den ganzen Tag in seinem Zelt, ist umgeben von Frauen und Schätzen und wir gehen im Krieg drauf, während der sich eine schöne Zeit macht. Womit er ja nicht so ganz Unrecht hat. Also, finde ich schon ein bisschen seltsam, dass Agamemnon, der Spartanerfürst, lieber im Zelt sitzt. Hast du das nicht gelernt bei dir im Studium, dass die Spartaner feige Kämpfer waren, aber große Krieger? Ja. Oder war es umgekehrt? Also es war so, die Spartaner galten zwar als kampffreudig, haben sich aber so gut es ging, zumindest laut den Quellen, um Kämpfe gedrückt, in denen sie dann gesagt haben, ja, jetzt geht nicht, jetzt ist gerade irgendein göttlicher Feiertag. Und jetzt ist das und ist das und ist das und wir können nicht. Und also wenn sie dann mal im Kampf waren, dann waren sie großartig, sagen auch die Quellen. Aber okay, so, also feige Krieger, aber große Kämpfer. Ja. So, ja, das heißt ja, man muss den Kerl erstmal aufs Schlachtfeld kriegen, ne? Ja. Und ja, er hat sich halt lieber im Zelt mit Frau und Schätzen aufgehalten. Thersites betont dann auch, hey, wir gehen im Krieg drauf und wollen jetzt endlich nach Hause. Außerdem hat Agamemnon Achill beleidigt, er hat gefrevelt und verdient eigentlich den Tod und er ist bloß nicht tot, weil er Achill feige ist. Doch. Ja. Jetzt ist es ausgerechnet Odysseus, der da Agamemnon zur Seite steht. Er schlägt nämlich auf Thersites mit seinem Stab ein. Und sagt ihm, wenn er sich nochmal so aufführt, dann schickt er ihn persönlich nackt zurück nach Griechenland. Also er meint, wenn du dich nochmal so aufführst, dann ziehe ich dir persönlich die Kleider aus und dann schicken wir dich nackt zurück nach Hause. Du bist Sergeant Odysseus. Und durch diese Aussage bringt er dann erstmal die Soldaten zum Lachen. Also er hebt ein bisschen die Stimmung. Und er spricht dann, begleitet von Athene, die sich als Herold verkleidet hat, zu den Soldaten. Und ja, im Endeffekt ist es Schande über dich, Schande über dein Haus, Schande über deine Kuh. Weil er ihm sagt, hey, Schande über uns Griechen,
Wir stehen hier und jammern wie Frauen und Kinder, weil wir mal 9 Jahre hier irgendwie vor der Stadt sitzen. Und es wäre doch eigentlich die viel größere Schande, wenn wir erfolglos unerledigter Dinge zurück nach Hause gehen nach diesen 9 Jahren. Was ja irgendwie auch so ein bisschen nachvollziehbar ist. Also stellt euch mal vor, ihr kommt als Fürst nach 9 Jahren wieder nach Hause und es ist so, ja und? Ja, Troja steht noch. Wir haben nicht erledigt, weshalb wir gefahren sind. Dazu muss man ja auch bedenken, Troja ist die am meisten geplünderte und niedergegangene Stadt von allen gewesen. Ja. Das heißt, wenn sie das nicht geschafft hätten, wäre das eine ziemliche Blamage gewesen. Ich meine, Herakles hat es geschafft, alleine. Das war Herakles. An einem einzigen Tag. Das war Herakles. Ja, und sie haben Achill. Der will aber gerade nicht. Ja, eben. Ne? Also nicht mal das haben sie ihn gekriegt. Also Odysseus macht dasselbe wie Athene vorher. Er geht an die Ehre der Griechen und sagt, das kann doch nicht sein, dass wir hier so lange waren und dann unverrichteter Dinge wieder abziehen. Das geht nicht. Und wir haben doch göttliche Zeichen auf unserer Seite, dass wir Troja erobern werden. Und ich glaube, sie meinen das, wenn sie die ganze Zeit davon sprechen, dass Zeus ihnen versprochen hat, dass sie Troja erobern werden. Keine Ahnung. Es ist kompliziert. Wir kommen gleich dazu. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Sie hat ihre Olle nicht dabei. Ja, sie hat sich den Helm tiefer gezogen. Ja, sagt. Und den Schild nicht. Ja. Und wahrscheinlich sieht man ihre Brüste nicht. Also das sieht man ja unterm Harnisch eben. Ja. Hat man auch vorher. Von welchen Zeichen spricht da jetzt Odysseus? Es ist so, es gab hier diese große Opferung, die ja eigentlich Iphigenie hätte sein sollen, bevor die Griechen losgefahren sind. Aber es war ja dann doch eine Hirschkuh. Und offensichtlich stand neben diesem Altar ein Ahornbaum. Und in diesem Ahornbaum war ein Nest, ein Sperlingsnest mit 8 Küken und einer Mutter. Mein Gott, hat die viele Eier gelegt. Und während die Griechen geopfert haben, kam dann unter dem Altar ein Drache hervor. Ein schwarzer Drache hieß es. Wir dürfen uns jetzt allerdings nicht so ein großes Viech vorstellen, wie jetzt in den deutschen Sagen zum Beispiel. Also tatsächlich galt zum Beispiel der Feuersalamander als ein Drache, ein ja. Roter. Oder ja? Große Schlangen galten als Drachen. Also gehen wir hier mal von einer Art Mini-Varan oder sowas aus. Mara der Varan kam also unter dem Altar hervor. Ja. Und er ist dann den Baum hochgeklettert und hat nach einiger Zeit erst die Vogelmutter angegriffen und gefressen und dann hat die 8 Küken gefressen und dann ist er von Zeus in Stein verwandelt worden. Und das soll jetzt das Zeichen laut Odysseus gewesen sein und dem Priester, der anwesend war, dass Troja nach 10 Jahren fallen wird. Wie er auf die Zahl 10 gekommen ist, ist mir nicht ganz klar. Ich denke, es gab da eine tolle Diskussion drüber, garantiert. Es waren 8 Küken und eine Mutter und ja, du, aber die Mutter ist ja wohl Troja. Nein, der Drache ist Troja und sollst du den Drachen in Stein verwandeln. Aber der Drache hat doch die... Ich weiß nicht, vielleicht waren sie alle benebelt von dem Rauch, der da aufgestiegen ist.
Also, und Odysseus erklärt dann so, passt auf, der Drache ist Troja, ja? Und die Vögel sind unsere Zeit, die Troja uns stiehlt. Und Troja stiehlt uns 9 Jahre, bevor Zeus Troja dann in Stein verwandelt, Licht abdreht, so die Luft abdreht. Und ja, also Stein, das müsst ihr metaphorisch sehen. Es ist die Abwesenheit von Leben, ja? Also während 9 Jahre sterben, stirbt dann im 10. Jahr... Moment, ist das dann nicht nach dem 9. Jahr? Sommer, okay? Es sind Sommer! Wir sind im Herbst hergekommen. Und das heißt, das 1. Jahr hatte keinen Sommer. Aber nach 9 Sommern, treuer Falle... Vielleicht sind die Küken auch der Frühling und die Mutter ist dann der Herbst. Ich weiß es nicht. Ich möchte dazu sagen, dass das Deuten von Götterzeichen war ein eigener Berufsstand. Ja, der hieß Seher. Ja. Und Odysseus war es nicht. Ja. Und ja, also anscheinend beziehen sie sich hier auf dieses Zeichen darauf, wenn sie sagen, Zeus hat uns versprochen, dass wir die Stadt einnehmen werden. Ja. Gut, also, wenn ich ein Salamander wäre und ich würde unter einem Altar wohnen und sie machen Feuer. Oben Feuer drauf und dann wird meine Höhle mit Blut geflutet, würde ich auch rausgehen. Ja. Und mir erstmal einen Snack gönnen. Jo. Ich meine, das mit dem in Stein verwandeln ist dann noch so eine Sache. Aber vielleicht war es einfach der Gott der Sperlinge, der gesagt hat, ey, was machst du da? Mist, verdammt, ich kann nicht überall gleichzeitig sein, aber das bezahlst du mit deinem Leben. Zack. Ja, vor allem saß dann ein Steinsalamander im Baum? Ja, natürlich saß der da oben im Baum. Und der wurde dann später in Thessaloniki an irgendeinen Touristen verkauft. Ja. Also nach dieser schrägen Geschichte ist jedenfalls die Botschaft von Odysseus, hey, wir werden Troja erobern, wir müssen jetzt nur durchhalten. Mhm. Ja. Wie gesagt, das fand alles unter freiem Himmel statt, sonst hätte Odysseus vielleicht gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt und Zeus sie gerade eben alle noch mal 1 Jahr lang campen lässt. Campen. Allesamt verarscht. Ja. Ja, das Heer ist mal wieder begeistert. Die waren einfach schnell zu begeistern, habe ich das Gefühl. Und Nestor wendet sich daraufhin an Agamemnon und sagt, hey, machen wir es doch so. Jeder, der jetzt noch gehen will, darf gehen und wird dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Und der Rest soll sich zum Kampf rüsten, geordnet nach Stamm und Familie. Wieso auch immer das. Ja, damit man mal eine Zählung machen kann, wie viel man noch hat. Wahrscheinlich nach der Seuche und den Leuten, die gefallen sind. Ja, und vor allem, wenn dann halt welche gehen. Ja. Und außerdem, also warum soll man die bleiben, dann ordentlich zählen? Weil, klar, es soll jetzt keine Konsequenzen haben. Aber später. Ja, natürlich musst du genau wissen, wer die Scheißkerle sind, die abgehauen sind. Ich stelle es mir auch ein bisschen schwer vor, als Einzelperson oder zu zweit oder zu dritt eins der griechischen Schiffe alleine nach Hause zu lenken. Mhm. Aber ja, also wer gehen will, kann gehen, aber nach der wunderbaren Ansprache von Odysseus will keiner mehr gehen. Agamemnon hat auch kurz einen lichten Moment und sagt, er sieht ein, dass es blöd war, Achill wegen einer Frau zu verärgern. Kommt aber irgendwie auch nicht auf die Idee, sich jetzt bei ihm zu entschuldigen. Sondern er sagt bloß, ja, war blöd. Und auf in die Schlacht. Also tatsächlich zieht er jetzt auch selber mal in die Schlacht. Es gibt dann ein Frühstück, ein ausgiebiges. Auf in die Schlacht. Frühstück. Während die Leute erstmal weg sind, ja. Ja, und kämpfen. Ich meinte natürlich nach dem Frühstück. Ja. Ja, es ist Agamemnon. Also es gibt ein Frühstück und noch eine Opferung zu Ehren der Götter. Ohne Spatzen. Ja. Ich meine, die Geschichte war 9 Jahre her. Ja.
Richtig, aber dann könnt ihr wohl in 9 Jahren könnt ihr wohl wieder einen Spatz vorbeifliegen. Das waren wahrscheinlich Lämmer. Ja. Ja, und danach soll es losgehen. Ja. Also die Griechen ziehen wieder auf das große Feld. Was ist heute los? Das zwischen ihrem Lager und der Stadt Troja liegt. Und die Trojaner kriegen natürlich mit, dass die Griechen hier nochmal eins aufs Maul wollen. Und ziehen ihrerseits in die Schlacht. Und oh Wunder, Paris ist mit dabei. Wird auch beschrieben, dass er ein buntes Pantherfell trägt. Also jetzt nicht irgendwie bunt in Farben, sondern es ist halt schön. Mit der bunte Tupfen. Panther ist der Leopard. Ah, der bunte Panther ist der Leopard. Der schwarze Panther ist der schwarze Panther. Ja. Ja, also es ist ein Leopardenfell. Jeder Held hatte ja so sein Tierfell, hatten wir gesagt. Ja. Und da ja die Trojaner so mit Kleinasien und Türkei verbunden werden, da war es nicht unüblich, dass man ein Leopardenfell getragen hat als höher stehende Persönlichkeit zu der Zeit. Eigentlich war es eher so die Priesterklasse, aber Paris halt, ne? Ja. Also er trägt ein Pantherfell, er hat einen Bogen über der Schulter, ein Schwert am Gürtel und 2 Lanzen in der Hand. Also wahrscheinlich je eine Lanze, aber ja. Klar, I ready my my sword, I ready my axe, I ready my crossbow. Entschuldigung, nein, das waren 2 in einer Hand, um sie nacheinander werfen zu können. Also er stand auch auf einem Streitwagen. Wir haben ja das letzte Mal schon erzählt, dass die Fürsten im Kampf standen auf Streitwegen. Oh mein Gott, ist das niedlich! Der arme Panther. Oh. Ja, also er ist hier voll gerüstet und bereit in den Kampf zu ziehen und ist anscheinend auch etwas übermütig, weil er nämlich mit den Lanzen herumfuchtelt und schreit, er will gegen den Tapfersten der Griechen kämpfen. Ja, und was soll ich sagen? Er wusste ja, Achill kann nicht. Ja, ich hätte jetzt Achill aber auch nicht als den Tapfersten gezählt, muss ich sagen. Hm, ich denke schon. Ich meine, es ist sehr leicht, tapfer zu sein, wenn man unverwundbar ist, aber... Er hat einen auf dicke Hose gemacht. Ja. Und... Ja, Menelaos hat das gehört. Wir erinnern uns, der Kerl, dem von Paris die Frau geklaut wurde. Und hat gesagt, okay, bin dabei, lass uns kämpfen. Und Paris, naja, der hat Muffensausen gekriegt und ist erstmal geflüchtet. Was sein Bruder Hektor so gar nicht toll fand. Ja, man flieht nicht vor einer Herausforderung. Nee. Also der Hektor hat auch gesagt, also erst markierst du hier den dicken, also den starken Mann. Und jetzt fliehst du, also jetzt traust du dich nicht, den Kampf gegen den Mann aufzunehmen, dem du die Frau geraubt hast, du Feigling. Also du bringst nur Schande über unser Haus. Es wäre wirklich besser, er würde dich besiegen und deine Lockenpracht in den Staub treten. Also Hektor war anscheinend nicht so begeistert von seinem kleinen Bruder insgesamt, würde ich mal behaupten. Kein Stück. Paris hat daraufhin gemeint, ja, du hast ja recht. Aber weißt du, dir fällt's auch leicht. Du bist stark und mutig und ich bin's halt nicht. Und was ich dann sehr ulkig finde, er hat dann gesagt, ja, du darfst mich gerne als Feigling beschimpfen, aber du darfst nicht meine Schönheit beleidigen, weil die ist nämlich ein Geschenk der Götter. Ja. Und er hatte dann aber anscheinend einen kurzen Moment, wo er etwas mutiger war, weil er dann gemeint hat, ja, aber wenn es denn sein muss, dann können wir jetzt einen Zweikampf machen. Dann machen wir es aber so,
dass nach diesem Zweikampf entschieden wird, wer Helena kriegt, und dann ist Frieden. Also der Sieger kriegt Helena und danach ist Schluss. Wenn ich durch mein Leben dafür sorgen kann, dass Troja stehen bleibt und die Griechen wieder abziehen, soll es mir recht sein. Hektor und Agamemnon waren beide sehr angetan von dieser Idee und haben das Heer beruhigt. Und Hektor hat dann genauer erläutert, wie jetzt dieser Kampf ablaufen soll. Und Menelaos hat zugestimmt. Er hat gesagt, okay, lassen wir die Götter entscheiden, wie dieser Krieg enden wird. Kein Problem damit. Also es ist ein sogenanntes Gottesurteil, was jetzt ansteht. Ne? Ja. Das Dumme ist, dass wir bereits wissen, die Götter sind entzweit. Die Götter haben gesagt, nö. Erstmal gibt es hier keine Entscheidung, bis Achill wieder geehrt wird. Ja. Und deswegen wissen wir bereits, dass wir wissen ja nicht, was passiert, aber das muss egal, was passiert, es wird nicht zur Entscheidung dieses Krieges führen. Ja. Und wie geht es weiter? Die Soldaten, die auf dem Streitwagen stehen, steigen ab. Der Rest des Fußvolks legt seine Rüstung ab, sodass eben auch klar ist, dass niemand in diesen Kampf eingreifen wird. Und Hektor schickt einen Boten, damit der Priamus Bescheid gibt, dass sie A. Opfertiere brauchen und B. soll Priamus doch bitte kommen und den Bund besiegeln, den Vertrag, den man hier schließt über den Zweikampf. Auch Agamemnon lässt nach einem Opfertier schicken, weil die Griechen haben zu jeder Gelegenheit geopfert und vor so einem wichtigen Kampf natürlich auch. Währenddessen in Troja. wir lernen eine neue Gottheit kennen, nämlich die Götterbotin Iris. Iris ist die Göttin des Regenbogens, beliebte Botin der Hera, aber sie wird im Trojanischen Krieg von so ziemlich jedem Gott einmal losgeschickt, habe ich das Gefühl. Und sie konnte Wind erschaffen. Aber die Griechen hatten trotzdem noch ihre eigenen Windgötter. Und die es gab viele verschiedene Winde, die hatten alle einen Namen, muss man dazu wissen. Ja. Die wären später auch noch mal wichtig. Zum Navigieren. Ja. Und die Iris verwandelt sich in eine Tochter des Priamus und gibt Helena Bescheid, dass da vor den Toren Trojas gleich was passieren wird, was sie bestimmt nicht verpassen will. Und Helena, die untreue Tomate, kriegt, als sie hört, dass sie irgendwie den Griechen jetzt zuschauen soll. Wenn es heißt, für den Toren Trojas wird jetzt gleich was passieren, was dich interessieren könnte, kann es ja eigentlich bloß um die Griechen gehen, weil die Trojaner sind ja meistens in Troja. Jedenfalls Helena bekommt auf einmal Heimweh. Sie denkt an ihren Mann, den sie verlassen hat, an ihr Kind, an ihre Freunde und hüllt sich in einen Schleier, damit die Trojaner nicht sehen, dass sie ein bisschen weint und geht zur Mauer, also zu der Stelle der Mauer, die über dem Haupttor ist. Und dort sitzt bereits Priamus mit seinem Ältestenrat. Ja, und was soll ich sagen, der Ältestenrat hat sich an der Stelle auch nicht so mit Ruhm bekleckert, weil es ist nämlich so, dass als sie die verschleierte Helena sehen, ist ihre Reaktion, dass sie sich darüber unterhalten, hey, bei der Schönheit ist es doch absolut nachvollziehbar, dass sowohl wir als auch die Griechen sich seit 9 Jahren quälen, um sicher zu gehen, im Kampf um diese Schönheit.
dass wir uns seit 9 Jahren im Kampf um diese Schönheit quälen. Ist doch absolut nachvollziehbar. Ja. Wahrscheinlich einfach ist diese Stelle einfach eingefügt worden, um nochmal zu betonen, wie hübsch Helena war. Und Priamus merkt, dass Helena zu ihnen dazukommt und sagt ihnen, hey, setz dich zu mir, Schwiegertöchterchen. Und sagt dann auch, dich trifft an diesem Krieg keine Schuld. Er betont nochmal ihre Schuldlosigkeit und sagt, allein die Götter sind schuld. Woran er ja nicht Unrecht hat. Und als er sich dann zu ihm setzt, meint er, hey, du kennst doch die Leute, die da unten sind. Erzähl mir ein bisschen, wer steht da unten? Also werden uns hier auch nochmal die Helden der Griechen vorgestellt. Und Priamus zeigt halt zuerst auf Agamemnon und meint, hey, wer ist denn diese erhabene Gestalt? Und Helena berichtet ihm, ja, das ist mein Schwager, ne? Mhm. Mein ehemaliger Schwager, der Anführer der Griechen. Und Priamus meint so, hey, ich war auch mal so jung und war im Kampf. Ich beneide ihn. Und dann geht es eben weiter und er zeigt auf Odysseus und fragt, wer ist das? Und Helena erzählt ihm halt, das ist der schlaue Odysseus. An der Stelle mischt sich dann auch Antenor ein, den kennen wir noch aus der letzten Episode. Der war derjenige, der Odysseus und Menelaos und damals noch Palamedes, als er gelebt hat, beherbergt hat und stimmt eben zu. Ja, das ist der schlaue Odysseus. Das weiß ich noch, der war im Gegensatz zu Menelaos, war der relativ ruhig bei mir im Haus. Aber wenn er da mal gesprochen hat, dann hat er mit Bedacht gesprochen und an Redseligkeit kann sich kein Sterblicher mit ihm messen. Und außerdem, was ich sehr lustig finde, Menelaos ist zwar größer im Stehen, aber am Sitzen, wenn die beiden gesessen haben, dann war Odysseus der Größere. Also wir erfahren an der Stelle, dass Odysseus offensichtlich ein Sitzriese war. Jo. Gut, jetzt wissen wir, dass nur gewiss ist, was wir vorher noch nicht wussten. Ja. Wir haben Körpermaße. Der Mann hatte kurze Beine. Ja. Er fragt dann auch, wer denn dieser Riese ist, der da hinten bei den Soldaten steht. Wir wissen alle, das war Ajax. Jo, der große Ajax und so. Also gut, wir kriegen eine Auflistung von den Leuten. Ja. Hätte man jetzt auch weglassen können, aber ich dachte mir... Ist doch okay. Helena wundert sich auch, wo denn ihre Brüder Castor und Pollux sind, weil die sieht sie nicht. Wir wissen, die sind so auf der Reise verschütt gegangen. Ja. Und sie meint dann, vielleicht schämen die sich für ihre Schwester und sind deswegen nicht hier. Ihr seht, worauf das hinausläuft. Das ist so das Flashback-Ding kurz vor dem großen Knall. Ja. Wir wissen, wir kriegen nochmal die wichtigen Leute vorgestellt. Genau, bevor das hier alles gleich endet mit einem einfachen Zweikampf. Nicht? Priamus wird, also der Bote, den Hektor geschickt hat, kommt dann endlich bei Priamus an und sagt ihm, hey, dein Sohn Hektor hätte gerne, dass du, 2 Opfertiere mitbringst und aufs Schlachtfeld kommst, weil du sollst da einen Vertrag besiegeln. Und Priamus ist zu Recht etwas irritiert, weil er weiß ja noch gar nicht, um was es geht. Ja. Lässt aber einen Kampfwagen herrichten und fährt los. Und gemeinsam mit Agamemnon und Odysseus werden dann die Tiere, die gebracht wurden, geopfert. Man ruft die Götter als Zeugen dafür an, dass hier gleich ein wichtiger Kampf stattfindet, der entscheiden soll. Und Priamus
gibt auch sein Wort als König, dass er den Ausgang des Kampfes respektieren wird. Ja. Er kehrt dann aber auch ziemlich schnell in die Stadt zurück, weil er sagt, er will nicht sehen, wie sein Sohn hier gleich fertig gemacht wird. Ja. Ich meine, wenn man einmal halt so neben dem Menelaos dann steht, sieht, gegen was der Sohn da gleich antreten wird. Also er hat zwar gesagt, der Ausgang, das wissen allein die Götter, aber das Paris war jetzt nicht so der Kämpfer. Und Menelaos war halt König der Spartaner. Und das wurde man und blieb man nicht einfach so. Danach haben... Ich darf nicht vergessen, seine schönen langen Beine. Ja, weil er war ja größer. Die muss er ja wohl gehabt haben, wenn er größer war. Als Odysseus war. und daraufhin haben dann Odysseus und Hektor erstmal den Kampfplatz ausgemessen. Also Odysseus und Hektor waren diejenigen, die sich dann darum gekümmert haben, den Kampf vorzubereiten. Die haben den Kampfplatz ausgemessen und dann haben sie tatsächlich Lose beschriftet, weil nämlich bei so einem Zweikampf wurde durch das Los entschieden, wer denn als erstes angreifen durfte. Und da hat man eben Lose beschriftet. Das waren wahrscheinlich Tonscherben, ne? Wahrscheinlich. Entweder Tonscherben oder Lederstückchen. Papier war damals ja noch nicht. Nicht so wirklich. Die hat man in einen Helm geworfen und dann wurde dieser Helm so lange geschwenkt, bis ein Los rausgefallen ist. Ja. Das hat Hektor gemacht. Es wird auch extra darauf hingewiesen, dass er den Kopf abgewendet hatte, während er diesen Helm geschwenkt hat. Und das Los ist eben auf Paris gefallen, dass der als erstes angreifen darf. Daraufhin haben sich dann die beiden gerüstet und sich gegenübergestellt, weil da gab es auch eine Rangordnung bei diesen Zweikämpfen. Man hat nämlich zuerst mit dem Speer angegriffen. Genauer gesagt, man hat den Speer geworfen. Ja. Und es wird dann auch beschrieben, dass der Speer von Paris hat wunderbar den Schild von Menelaos getroffen und ist abgeprallt. Während es gibt so Spiele auch im Internet heute noch, ja, wo dann zwei Männchen so auf Säulen sitzen und man kann dann mit der Maus einstellen. Wie weit das Ding fliegt. Mit so einem Pfeil, ja, kann man dann so das Kraftmeter einstellen. Das ist dann so ein grüner Strich, dann sich so nach oben und unten bewegt. Der, ne? War bei Paris. Ist da. Das Ding ist immerhin geflogen. Ja. Ja. Die Richtung steht fest, ne? Abwärts. Ja. Menelaos war davon natürlich unbeeindruckt. Er hat dann seinerseits den Speer geworfen und war erfolgreicher. Er hat nämlich den Schild von Paris durchbohrt. Der Speer ging dann auch noch durch den Harnisch und hat auch den Waffenrock zerschnitten. Haben wir ihn Waffenrock zwischen? Ist halt die Tunika, die sie anhatten. Ja. Da war nicht viel zu zerschneiden, also großartig. Ja? Also er ist jedenfalls durch mehrere Lagen Leder und Metall durchgegangen bei dem Schild und dann noch durch den Harnisch und dann nochmal durch Stoff. Hast du inzwischen nachgesehen, was die Weiche ist? Nein, ich kann nicht mehr dazu. Also er hat auf jeden Fall Achill verwundet. Ja. Wir nehmen an, dass es darum ging, ihn in dem Teil des Bauchs, der halt weich ist, unter den Rippen, hat er ihn irgendwo gepiekt. In die Seite gewissermaßen. Ja. Genau. Also, Paris ist verwundet worden und als nächstes geht Menelaos jetzt mit dem Schwert auf den Knaben los. Das Schwert zerbricht allerdings
was Menelaos kommentiert mit Zeus, wieso verarschst du mich? Wir wissen es aber. Darf nicht sein. Ja. Ja. Und deswegen macht er das, was Achill in der letzten Episode mit dem armen Kyknos gemacht hat. Er schnappt sich den Helm von Paris und versucht ihn, Paris steckt noch im Helm und Menelaos versucht, den Jungen mit Hilfe des Helmriemens zu erwürgen. Und das schafft er beinahe, bis dann göttliche Intervention Aphrodite sich einmischt. Sie hüllt Paris in einen Nebel und sie bringt ihn zurück nach Troja, genauer gesagt ins Schlafzimmer seines Palastes. Menelaos steht also auf einmal ohne ohne Gegner da und Aphrodite, nachdem sie sich kurz um Paris gekümmert hat, sie hat ihn in ein schönes Gewand gehüllt, ein bisschen verarztet, in Duft gehüllt, also Parfum, geht zu Helena auf die Mauer und teilt ihr mit, hey, geh mal in deinen Palast, da wartet Paris auf dich. Und Helena ist ziemlich überrascht und geht tatsächlich dahin und findet dort auf dem Bett liegend Paris vor und geigt ihm erstmal die Meinung. Von wegen, sag mal, was fällt dir ein? Du hast da eigentlich unten auf dem Kampfplatz zu stehen, dich mit meinem Mann, also meinen ehemaligen Mann zu prügeln? Und was bist du denn eigentlich für ein Feigling? Du bringst hier Schande über deinen Vater, du bringst Schande über mich. Was fällt dir ein? Und Paris sagt bloß, hey, mach mich nicht so blöd an, im Endeffekt. Also er sagt ihr, hey, hör auf, mich zu beleidigen. Und überhaupt, wenn Menelaos gewonnen hätte, dann wäre das allein nur wegen Athene gewesen. Also, finde ich auch sehr nett, dass er hier meint, nachdem er von einer Göttin gerettet worden ist, ja, Menelaos kann ihn sowieso bloß mit der Hilfe einer Göttin besiegen. Und Aphrodite greift erneut ein. Sie sorgt nämlich dafür, dass Helena erneut in Liebe zu Paris entbrennt und sich die beiden wieder vertragen. Und an der Stelle kann ich mal zitieren, was ein Prof bei mir an der Uni gemeint hat, nämlich, dass Paris ein Waschlappen auf dem Schlachtfeld und ein Held im Schlafzimmer war. Aber was will man machen, wenn man der Günstling von Aphrodite ist, ne? Ja. Ja, die beiden versöhnen sich dann wieder und in der Zwischenzeit sucht Menelaos das Ganze. Eine Pfeife? Naja, wenn er schon so ein Playboy ist, dann darf er ja wohl auch mal noch Hugh Hefner machen, oder? Okay, ja. Und Menelaos sucht dann das ganze Schlachtfeld nach Paris ab, weil irgendwo muss der Typ ja hingekommen sein. Die Trojaner helfen ihm tatsächlich, die Soldaten, weil sie alle ziemlich sauer sind, dass Paris sich hier einfach verdrückt hat und einen heiligen Eid gebrochen hat. Er ist aber natürlich nicht auffindbar, weil, ganz ehrlich, der letzte Platz, wo ich nach ihm suchen würde, wäre jetzt auch das Schlafzimmer. Ja. Und so kommt es, dass Agamemnon sagt, hey, ich erkläre meinen Bruder hiermit zum Sieger. Er steht noch, es ist keine Spur von Paris. Er hat ihn pulverisiert mit seiner Männlichkeit. Und damit ist völlig klar, dass mein Bruder gewonnen hat. Und naja, die Trojaner sagen dazu erstmal nichts. Und das ist tatsächlich der Punkt, an dem jetzt
das zweite Buch vom Trojanischen Krieg endet und es dann mit der Action im dritten Buch weitergehen wird. Wir werden dann noch mehr von den Streitereien unter den Göttern erfahren. Wir werden noch mehr Helden kennenlernen und sehen, wie es denn jetzt eigentlich mit Achill und Co. weitergeht. Aber ja, also wie Sama schon gesagt hat, es war ja eigentlich schon klar, dass dieser Kampf zu keiner Entscheidung führen kann, weil Zeus ja gesagt hat, okay, die Griechen werden so lange nicht gewinnen, bis sie Achill wieder Ehre erweisen. Ja. Und andersrum kann es aber auch nicht sein, weil ja, dann hätte er sich ja mit Hera endgültig zerstritten, wenn er jetzt dafür gesorgt hätte, dass Menelaos verliert. Wahrscheinlich. Also, ja. Außerdem, er hat es doch versprochen. Mit dem Drachen und den Spatzen und so, ja? Sind Sperlinge dasselbe wie Spatzen? Ja. Okay. Ein Sperling ist ein Spatz. Okay. Erinnere mich daran, dass ich dich daran erinnere, das nächste Mal Filme aufmerksamer anzuschauen. Hättest du das Wirtshaus in Spessart genauer angeschaut, dann wüsstest du es. Okay. Übrigens ein Film, den ich auch empfehlen kann. Ich meine, die Märchen sind besser, aber der Film ist ganz lustig. Aber auch nur der ursprüngliche, das Wirtshaus in Spessart. Ja. Und ja, da ist ein Baron von Sperling, zu dem zwei Räuber sagen, ihr Freund Spatz. Ah, stimmt. Ja. Außerdem hat der Film starke Frauenfiguren, wie ich finde. Ja. Also wenigstens eine. Ja. Genau. Das können wir jetzt hier über den Kampf von Troja nicht unbedingt sagen. Atalante kann ja nicht überall gleichzeitig sein und müsste zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon in eine Löwin verwandelt worden sein. Ja. Und so viele andere Frauen hatten sie jetzt nicht. Nee, wir kennen aber noch eine Frau auf Seiten der Trojaner kennen. Die gute Penthesilea, wenn du dich an sie erinnerst. Wer Sailor Moon RPG mit uns gespielt hat, wird sich an diesen Namen erinnern. Ist eine kampfkräftige Amazone auf Seiten der Trojaner, weil nämlich die Amazonen auf Seiten der Trojaner gekämpft haben. Ja. Die eine Frau. Ja. Also mit einem Gefolge von Amazonen. Ja. Okay. Mehr Frau. Gut. Gut, der Testosteronspiegel ist in diesem Krieg deutlich zu hoch. Es wird Zeit, dass wir hier noch ein bisschen was... Aber ich meine, dafür müssen wir eins sagen, ja, der Röckchenfaktor ist hoch. Ja, und zumindest die weiblichen Göttinnen, also die... Die Göttinnen zählen ja nicht mischen im Sinne von Frauen. Mit. Ja, aber ich meine, sie sind dann was Ideale, denen man nacheifert. Aber prinzipiell hätte Helena eigentlich auch in den Kampf ziehen können, weil nämlich die spartanischen Frauen auch im Kampf ausgebildet wurden. Ja. Aber natürlich kann ich jetzt nicht den Zankapfel, um den es geht, den an die vorderste Front stellen. Das wäre aber lustig gewesen. Ja. Achtung, da kommt Helena, ihr dürft sie nicht verletzen. Ja? Menelaos wird euch den Arsch aufreißen. Ja, was mache ich, wenn sie ihr Schwert schwingt? Lauf weg, Frau schlägt griechische Truppen in die Flucht, Schlagzeile. Okay, fangt sie mit einem Netz. Ja, wie wäre es denn damit? So, ja, klar, ich erinnere mich, die Jagd nach dem Eber, nach dem Blöden, an dem alle teilgenommen haben. Ja? Alle, die an dieser Jagd teilgenommen haben, sind große Helden geworden. Ihre Namen werden besungen über drei Generationen hinweg und ich fange eine Frau auf dem Schlachtfeld. Oh, wäre es herrlich gewesen. Oh, das wären alternative What-If-Szenarien, die lustig wären. So. Ja, eigentlich könnte man dazu auch mal ein RPG machen. Ja, vielleicht. Wer weiß. Ja. Und in dem Sinne war es das für heute. Ja. Wir melden uns wieder. Wahrscheinlich morgen. Wir wissen noch nicht mit was. Aber nein, wir sind uns noch nicht ganz einig, was wir bis morgen fertig kriegen, weil der Sama hat auch Arbeit. Aber wir schauen mal, was wir machen. Auf jeden Fall hören wir uns gerne morgen Abend. Wir hoffen, dass das hier zumindest wieder ein bisschen Spaß war. Und habt Geduld, ein 10 Jahre Krieg lässt sich halt nicht in 30 Minuten packen. Ja gut, wir hätten das natürlich
mit den Highlights zusammenfassen können, aber... Alle warten doch einfach nur auf das Pferd, ja? Sind Sie doch mal ehrlich, ja? Alle sind Pferdeliebhaber und warten darauf, dass der Samen ein hölzernes Pferd zeichnet. Ich denke, es ist einfach mal wichtig zu wissen, was denn eigentlich sonst noch alles passiert ist. Ich kann euch mal ein Prequel geben, wie das hölzerne Pferd aussieht in der Zwischenzeit, ja? Wissen eigentlich alle, wie hölzerne Pferde aussehen. Ich meine, wir wissen ja auch alle, wie der Trojanische Krieg geendet hat, aber... Wissen wir das alle? Also ich hab's noch in der Schule gelernt. Okay. Aber ja, der Trojanische Krieg ist, denke ich, vielen Leuten ein Begriff. Und klar, man könnte ihn jetzt in 30 Minuten zusammenfassen, aber das kann ja jeder. Das sehe ich halt auch so. So, damit habt ihr jetzt ein Preview auf das hölzerne Pferd. Und jetzt können diejenigen, die kein Interesse tatsächlich am Trojanischen Krieg haben, einfach sagen, sie hören jetzt auf, weil sie sich von mir verarscht fühlen. Was soll ich machen? Das Ding umfasst 3 Bücher. Ja, so ist das. So. Fehlt natürlich was. So, da habt ihr das Trojanische Pferd. Tada! Und in dem Sinne beenden wir dieses Kapitel und wir hören uns. Ciao, ciao! Ciao!